Der Mythos, die Legende. Ein Mann, der vor kurzem in die Geschichte der Videospiele eingegangen ist. Nur sehr selten kommt es vor, dass ein Spieler nur durch seine Taten zur Legende in der Gaming-Community wird. Doch er hat es wohl geschafft, ohne selbst dafür Werbung zu machen, in die Gamer-Geschichtsbücher einzugehen. Der Mann, der bereits unzählige Male den Schwachen geholfen hat, Malenia in Elden Ring zu besiegen, mit einem Topf als Helm, zwei Katanas als Waffen, splitternackt, ohne jegliche Rüstung. Wer ist der legendäre Let Me Solo Her? Und was treibt ihn eigentlich dazu, so legendär zu sein? Alles hat begonnen mit einem Reddit-Post. So wie eben alle guten Geschichten beginnen. Ein User postet dabei Folgendes, ich übersetze euch das. Nach 20 bis 30 Malenia-Versuchen, wovon ein paar bis ca. 15% gekommen sind, habe ich mich schlussendlich dazu entschieden, Beschwören und Durchrushen mit zwei anderen Spielern zu probieren, um endlich einfach fertig zu werden. Also habe ich die Finger-Remedy genommen und bin zum ersten Sign gegangen, das ich finden konnte. Es war ein Mann mit nichts an außer einem Topf auf seinem Kopf und Katanas in den Händen mit dem Namen Let Me Solo Her. Ich war erst noch dagegen, aber ich war neugierig. Und wer bin ich schon, ihm seinen Wunsch zu verweigern? Der Mann hat kein Damage bekommen, außer ein bisschen von Verfaulen bei der Blumenattacke. Er war fehlerlos und hat alle meine Versuche in Schande gebracht. Ich habe Malenia auf jeden Fall nicht gekillt. Aber so oder so, sie ist besiegt. Danke dir, freundlicher Fremder, auch wenn du diese Nachricht niemals sehen wirst. Aktuell 43.000 Upvotes auf dem Reddit-Post. Ich glaube, er hat's gesehen. Nein, ich glaube nicht nur, ich weiß. Denn der Mann, der Mythos, die Legende selbst, hat sich auf Reddit zu Wort gemeldet, um seinen Legendenstatus zu akzeptieren. Mit einem eigenen Post, der einfach nur als Let Me Solo Her betitelt wurde, bietet er weiterhin verzweifelten Spielern an, mit seinem Topf und den Katanas beiseite zu stehen und Malenia für sie zu soloen. Die Erfahrung, das zu sehen, will ich euch natürlich nicht ersparen. Hier ein paar Szenen aus seinem fehlerfreien Kampf. Wer es komplett sehen möchte, der Link ist unter dem Video. Wenn ihr aber glaubt, seine Geschichte hört hier schon auf, dann liegt ihr absolut falsch. Denn die Community feiert ihn nämlich so dermaßen hart, dass es mittlerweile Fanart zu Let Me Solo Her gibt. Von Zeichnungen bis hin zu Statuen, die online vercheckt werden, am besten gleich zuschlagen, der Reseller will haben, könnte in ein paar Jahren, wenn Let Me Solo Her Präsident der Welt ist, guten Gewinn abwerfen. Und es ist auch verständlich, dass er so sehr in die Geschichte eingeht. Er nimmt die Rolle des großen Bruders ein, der für uns die Level gespielt hat, die für uns zu schwer waren. Ohne dafür etwas zu verlangen, einfach nur, weil er es kann. Aber der schwerste Boss in Elden Ring, und das auch noch ohne Rüstung, ist dann doch ein ganz anderes Kaliber. Das kann man nicht einfach so. Und auch Let Me Solo Her konnte das nicht einfach so. In einem Interview mit IGN erzählt er vom Start seiner Karriere als Ultra-Chat. 242 Versuche hat es gebraucht, bis er Malenia zum ersten Mal besiegt hat. Und selbst da nur mit Hilfe von zwei anderen Spielern. Zum Zeitpunkt des Interviews hat er Malenia aber mittlerweile 300 bis 400 Mal besiegt. Großteils als großer Bruder für andere Spieler. Aber die Frage, die wirklich interessant ist, warum nackt? Seine Antwort: Es ist eine laufende Tradition in den Soulsborne-Spielen, dass die nackten Spieler die mächtigsten Wesen im Spiel sind. Warum sollte man eine Rüstung tragen, wenn man nicht vorhat, überhaupt getroffen zu werden?
Der Topf ist ein Glücksbringer von dem Charakter Eiserne Faust Alexander, den ich bewundere. Auch wenn er den Kampf mittlerweile zur Perfektion gemeistert hat, gewinnt er nicht immer. Wenn ich normalerweise sage, meine Mates sind schuld, bin in der Regel trotzdem ich schuld, aber bei ihm glaube ich es tatsächlich. Die einzigen Kämpfe, die er verliert, sind nämlich die Kämpfe, wo die Verbindung zum Host nicht stabil genug ist. Die Moves, die er da nämlich dauerhaft rausschmeißt, funktionieren nur dann, wenn alles unglaublich präzise abläuft. Der kleinste Lag lässt schon mal seinen Dodge nicht funktionieren und ohne Rüstung bedeutet das direkt das Ende. Und bei all jenen, die er enttäuscht hat, entschuldigt er sich sogar offiziell. Wenn ihr Ehrenmann im Duden sucht, dann findet ihr wahrscheinlich sein Foto. Aber auch wenn er im Duden gut vertreten ist, leider findet man von ihm weder ein Twitch noch einen TikTok-Kanal. Trotzdem er sich mittlerweile schon einige Male öffentlich zu Wort gemeldet hat, so bleibt er doch gewissermaßen weiterhin irgendwie mysteriös. Und genau das macht ihn ja irgendwie aus. Aber doch nicht so mysteriös, denn einen YouTube-Kanal hat er. Es zu finden als Klein Zuboy. Und durch den plötzlichen Internet-Fame schießt nicht nur sein Let Me Solo Her Fett nach oben, sondern er hat mittlerweile aus dem Nichts 15.000 Abonnenten gewonnen. Und trotz dem übertriebenen Internet-Fame scheint er weiterhin ein bescheidener Robin Hood zu bleiben.